Foodregio ist ein Netzwerk von namhaften Unternehmen in Norddeutschland. Bei uns findest du tolle Ausbildungsangebote in der Lebensmittelbranche. Hallo, ich bin Marcel und mache eine Ausbildung als Fleischer. Ursprünglich wollte ich Verkäufer werden. Im Vorstellungsgespräch wurde mir ein Praktikum in der Fleischerei vorgeschlagen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich für diese Ausbildung entschieden habe. Als Fleischer bist du der Spezialist auf deinem Gebiet. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören das Vorbereiten der Fleisch- und Wurstwaren für die Theke, das Herstellen von Spezialitäten, und das Beraten und Verkaufen gehört auch mit dazu. Das Besondere bei uns ist unsere Ausbildungsakademie. Hier werden wir optimal auf unsere Prüfung vorbereitet. Wir arbeiten in Kleingruppen und bekommen jede Menge zusätzliches Spezialwissen vermittelt. Bei uns wird's nie langweilig. Ich habe tolle Kollegen und wir unterstützen uns immer gegenseitig. Moin, ich bin Lennart und mache eine Ausbildung als Fachmann für Systemgastronomie. Bei Junge habe ich mich beworben, weil ich vorher schon als Aushilfe gearbeitet habe und mir dann ein Ausbildungsplatz angeboten wurde. Erst war ich mir nicht ganz sicher, aber jetzt weiß ich, dass das genau das Richtige für mich ist. Ich zeige dir jetzt einfach mal, was bei uns so los ist. In der Systemgastronomie bist du ein guter Gastgeber, der organisiert und serviceorientiert ist. Du lernst das Herstellen, Präsentieren und den Verkauf von heißen und kalten Snacks und Kaffeespezialitäten. Das Vor- und Zubereiten von kleineren Gerichten. Das Planen und Durchführen von Werbeaktionen und vieles, vieles mehr. Besonders klasse fand ich, dass ich relativ schnell viel Verantwortung übernehmen durfte. Hi, ich bin Paul, 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Für diese Ausbildung habe ich mich entschieden, weil der Beruf sehr abwechslungsreich ist und man mit erfolgreicher Ausbildung gute Übernahmechancen hat. Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik prüfst du Rohwaren bereits im Wareneingang, begleitest den gesamten Produktionsprozess mit Qualitätskontrolle bis hin zur Endverpackung. Wir bei Wilm Brandenburg gehören zu den drei Unternehmen, die die Rügenwalder Teewurst herstellen dürfen. Die geheime Gewürzrezeptur ist bereits seit 1885 in Familienbesitz. Jetzt zeige ich dir mal, wie wir unsere Spezialität herstellen. Die Fleischmischung wurde im Kutter fein zerteilt und den Starterkulturen vermengt. Dabei entsteht das Bret. Dieses Bret fülle ich jetzt in Därme. Von jeder Charge werden Proben entnommen, die von einem externen Labor mikrobiologisch untersucht werden. Nach dem Füllen wird die Ware 3 Tage geräuchert. Hat die Ware die gewünschte Farbe und den richtigen pH-Wert erreicht, kommt sie zur Reifung in verschiedene Klimaräume. Der pH-Wert ist ausschlaggebend für die Haltbarkeit.
Wenn der Prozess abgeschlossen ist, kann die Ware verpackt werden. Besonders toll finde ich, dass man in den kompletten Produktionsprozess eingebunden ist und auch viele Kollegen hat, die man zwischendurch etwas fragen kann. Hallo, ich bin René und mache eine Ausbildung als Mechatroniker. Für die Ausbildung habe ich mich entschieden, da Mechatroniker ein vielseitiger Beruf mit tollen Perspektiven ist. Ich zeige dir jetzt einfach mal, was bei uns so los ist. Die Ausbildung als Mechatroniker ist besonders abwechslungsreich, denn hierzu gehören die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik. Die Inhalte der Ausbildung gehen vom Schaltschrankbau bis hin zur Verkabelung von Großmaschinen und vielem mehr. Der Lehre als Mechatroniker sind fast keine Grenzen gesetzt. Du baust komplexe Bauteile, montierst technische Systeme und wartest und reparierst Maschinen und Anlagen. Besonders ist die Vielfältigkeit der Ausbildung bei Droco Service Deutschland. Wir arbeiten zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, in der Schifffahrt, im Bereich des Sondermaschinenbaus, in der Windkraft und in der Druckgießindustrie. Jeder Tag ist spannend, da du nie weißt, was am nächsten Tag auf dich zukommt. Die vielseitigen Aufgaben aus den verschiedenen Geschäftsbereichen sind super. Hier kann ich mir Wissen aneignen, welches ich privat auch gut gebrauchen kann. Ich bin Niklas und mache eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Ich habe mich bei Peter Köln beworben, weil ich schon mal ein Praktikum gemacht habe, was mir super gefallen hat, insbesondere das Hochregallager. Die Aufgaben bei uns sind sehr vielfältig. Die Produktion muss mit allen Rohstoffen und Verpackungsmaterialien versorgt werden. Zuerst werden die eingehenden Waren kontrolliert und eingelagert. Anschließend erfolgt der Transport in die Produktion. Dann werden die fertigen Produkte zwischengelagert und gehen danach zum Kunden raus. Wir von Peter Köln sind ein Familienunternehmen und stellen seit rund 200 Jahren leckere Haferprodukte her. Klasse finde ich, dass wir so viele Produkte produzieren, die auch jeder kennt. Moin, ich bin Jasper und mache eine Ausbildung als Fachinformatiker. Mit 10 habe ich angefangen, Lego-Roboter zu bauen. Zusammen mit Freunden haben wir sie programmiert, um kleine Aufgaben zu lösen. Das war mein Einstieg in die IT. Als Fachinformatiker bist du nicht nur IT-Nerd, sondern arbeitest auch viel im Team. Deine Hauptaufgaben sind die Installation von neuen Usern, der Support vor Ort und die Wartung des EDV-Systems. Hela ist ein Familienunternehmen, das weltweit tätig ist. Unseren Gewürzketchup kennt jeder. Wir haben aber auch noch jede Menge mehr.
Als ITler bist du Problemlöser. Das Unterstützen meiner Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen macht mir viel Spaß. Deine Region braucht dich. Hast du das Zeug zum Foodstarter? Dann bewirb dich jetzt.